Ja, hallo. Schön, dass so viele da sind. Vielen Dank. Technik-Tagebuch live, Let's Play. Wir haben hier gerade, wie ihr sicher mitgekriegt habt, schon bei dem Aufbau der Technik wieder mindestens 5 Geschichten zusammenbekommen. Die mühsamsten Logins, die umständlichsten Benutzeroberflächen, da haben wir ein bisschen gesammelt. Es ist allerdings kein richtiges Live-Let's Play draus geworden. Wir haben sehr viele Präsentationen. Die Frage ist, Techniktagebuch, was ist das überhaupt? Und das Techniktagebuch ist etwas, das entsteht, wenn so ein Mensch wie Katrin Passig mal unvorsichtig ist und etwas sagt. In diesem Fall hat sie gesagt, man müsste eigentlich ein Techniktagebuch führen, also mindestens 2-mal im Jahr aufschreiben, was man mit der Technik macht und warum, damit wir nicht irgendwann Bücher lesen müssen, in denen die Leute im Jahr 1990 mit Smartphones rumgelaufen sind. Und genau das hat sie dann angefangen, mit dem Untertitel, den ihr gerade seht, jetzt ist das langweilig, aber in 20 Jahren. Das dachten wir. Tatsächlich ist es im Moment so, Status letzter Freitag, die Zahlen stimmen schon nicht mehr. 50 feste Autorinnen mit Zugang zum Redaktionssystem, 220 Gelegenheitsautorinnen, eine ständige Redaktionskonferenz im Facebook Messenger, da hatten wir nichts Besseres, wir hatten ja nichts. Das ist wirklich eine 24x7 Redaktionskonferenz, weil zum Beispiel der André in den USA lebt und Katrin irgendwie immer online ist. Wir haben am Freitag 3.759 Beiträge gehabt. Der älteste ist vom 17.06.1933. Es gibt ein Gratis-E-Book, da sind alle Beiträge drin. Also wer sich das antut, das macht den Kindle-Reader ordentlich voll. Man kann aber auch eins kaufen. Das ist eine von den 50 Redakteuren kuratierte Version mit den schönsten Geschichten und den besten Geschichten da drin. Ja, ist wohl doch nicht so langweilig gewesen. Und jetzt wünsche ich viel Spaß. Als erstes kommt Katrin Passig, die jetzt anders als geplant erstmal kurz aus einem Dokument ihre Präsentation raussuchen muss. Such du doch, ja. Such du doch mal und ich sag so lange noch was. Also wir haben das natürlich alles schon klüger geworden durch das... Doch, den Link da anklicken, bitte. Wir haben das natürlich alles doppelt und dreifach redundant vorher geplant und nicht mit dem Fall gerechnet, dass man diesen Rechner, der jetzt unter dem anderen Rechner steht, überhaupt nicht an den Beamer anschließen kann, was jetzt da im Hintergrund dazu führt, dass da hastig nochmal, oder auch nicht, ich glaube, André erzählt dann einfach, was auf seinen Slides zu sehen gewesen wäre. Sehr gut, sehr gut. Okay, das ging jetzt schneller als gedacht. Im Haus meiner Mutter ist schnelleres Internet verlegt worden, dann doch im Jahr 2016, nachdem ich nur ungefähr 20 Jahre lang drum gefleht habe, weil da war eigentlich fast gar keins vorher. Und man sieht da ganz unten, das ist der Tarif Magenta zu Hause irgendwas und da unten links sieht man WLAN to go. Hat mir jetzt erstmal nichts gesagt, aber die kluge Technik-Tagebuch-Redaktion hat mir mitgeteilt, dass das eins meiner großen Probleme lösen wird. Ich habe in diesen 2 Jahren im Technik-Tagebuch etwa 1100 Beiträge geschrieben und ungefähr 1050 davon handeln davon, dass ich im Zug immer kein Internet habe. Wenn man aber jetzt also zu Hause oder die Mutter zu Hause so einen WLAN, also einen Magenta-Dingsbums-Tarif hat und mit diesem WLAN-to-go drin, dann kann man sich plötzlich in diese Hotspots im Zug, wo es immerhin manchmal so ein bisschen Internet gibt, sagt man mir, einloggen. Das wollte ich haben. Hier sind jetzt so die Vorteile erklärt und das habe ich mir dann angeguckt, als dieser neue Anschluss gelegt war und gedacht, jetzt brauche ich nur noch diese Anleitung, wie ich da jetzt reinkomme in diese Hotspots. Die gibt es auch, das ist dieses Video da unten, so nutzen Sie Hotspots mit WLAN to go. Ich zeige jetzt nicht das Video aus Zeitgründen, aber man sieht darin diesen freundlichen jungen Mann mit einem schönen Fikus in seinem Büro und der erklärt einem das ganz langsam und geduldig. Ich nehme das schon mal vorweg, das, was man wirklich dringend wissen muss, das erklärt er nicht, aber vieles andere. Zum Beispiel, also dass man aus dieser Liste der sichtbaren WLANs eines auswählen muss, das Telekom Phone heißt. Das stand da vorher schon, dass man jetzt also irgendwie Kunde von diesem Phone wird. Das wird dann hier wichtig. Dazu sagt er nichts. Da gibt es diese 2 Optionen, Hotspot-Login und Phone-Login. Er sagt es nicht, aber man sieht es. Er schreibt diese Zugangsdaten nicht da, wo Phone-Login steht, obwohl man das jetzt mal annehmen könnte, wo der Service doch so heißt. Man muss es bei Hotspot-Login reinschreiben. Und da sagt er nur, dass man da dann seinen Benutzernamen oder sowas und sein Passwort oder seine Mailadresse und sein Passwort eingibt. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht.
Da gibt es eine Anleitung, das ist jetzt ein bisschen illegitim, weil diese Anleitung, die sieht man erst, wenn man überhaupt schon drin ist. Die habe ich also erst 3 Wochen später gesehen. Aber ich nehme das jetzt mal vorweg. Wenn man Phone-Mitglied ist, dann macht man das so. Man hat aber jetzt schon gesehen in dem Video, der Mann hat eben nicht auf der Registerkarte Phone-Login irgendwas eingetragen, sondern auf der anderen. Man ist also wahrscheinlich kein Phone-Mitglied, auch wenn das WLAN so heißt, sondern ein Telekom-Kunde mit Hotspot Basic, Hotspot Flat, sagt mir auch nichts, ist in dem Tarif nicht enthalten, aber hier steht jetzt die Zugangsdaten, die Sie auch für das Login im Telekom-Kundencenter verwenden. Damit kann ich arbeiten, dieses Kundencenter habe ich dann gefunden. So sieht das da aus. E-Mail-Adresse oder Zugangsnummer, vormals T-Online-Nummer. Und das ist dann der Punkt, da war ich dann eben noch im Haus meiner Mutter und konnte einfach zum Regal gehen und da einen Ordner rausnehmen, wo drauf stand Haus und Hof. Und da sind diese ganzen Telefonsachen drin. Und der Telefonanschluss ist schon etwas älter. Tischapparat in Regelfarbe Kieselgrau. Aber es fand sich trotzdem etwa 100 Seiten weiter im selben Ordner auch ein Blatt, auf dem drauf einige Zugangsdaten drauf standen. Die konnte ich dann eintragen und mich damit in dieses Kundencenter einloggen. Hier steht auch, wie es geht. Also da, wo Benutzername steht, muss man die Zugangsnummer, vormals T-Online-Nummer, eintragen. Und da, wo Passwort steht, muss man Kennwort eintragen. Das ist so ein bisschen wie Rom, so auf den Schichten vorangegangener Städte erbaut ist. So ist das bei T-Online auch. Diese Schichten sind alle noch da und auch ganz gut sichtbar. Und diese Daten, die standen auch tatsächlich auf diesem Zettel, den ich gefunden habe, drauf. Und dann war ich im Kundencenter drin. Und da sieht man dann einige andere Dinge. Also man kann dann ganz viele andere Daten, die es auch noch gibt. Das ist der Zettel, das ist ein Screenshot aus meinem One Password. Da habe ich das alles reingeschrieben. Das sind allerdings nicht die echten Zugangsdaten. Ihr könnt jetzt nicht alle auf Kosten meiner Mutter im Zug Internet haben. Die Zahlen sind typähnlich. Die sind also so lang und so unterschiedlich. Und weiter unten sieht man hat auch 2 Mailadressen. Eine, die besteht aus der Kunden-Center-Login-Nummer und eine, die hat dann noch dieses Mitbenutzer-Suffix dran. Es dauert eine Weile, bis man das alles verstanden hat, aber irgendwann ist man mit diesen Zahlen sehr intim vertraut. Also nochmal hier zurück, die Zugangsdaten, die Sie auch für das Login im Telekom-Kundencenter verwenden, wenn man die einträgt, hier in dieses Fenster, das da auftaucht oben, Grafik ist auch so ein bisschen kaputt, das ist glaube ich auch eine von diesen archäologischen Schichten, das ist immer so, jetzt nicht nur auf meinem Screenshot, trage ich also ein, diese Daten, die ich auch für das Kundencenter-Login verwende, dann passiert Folgendes und dann habe ich noch eine Weile, ich hab ja viele Zugangsdaten, die habe ich dann nach und nach alle in allen Kombinationen da ausprobiert und da passiert auch das. Und dann habe ich das alles nochmal bei Phone-Login eingetragen, weil vielleicht hat der junge Mann ja irgendwie ein ganz anderes Internet als ich. Geht aber auch nicht. Dann war ich mal bei Thomas Wiegold zu Hause, der auch so seinen Tarif hat. Und er sagt, es hätte irgendwas mit einer Mailadresse zu tun. Und man hat ja da jetzt 3 Mailadressen. Also die Kundennummer t-online.de, dann mit dem Suffix 001 und dann gibt es noch eine Adresse, an die schickt einem die Telekom-Mail. Das steht alles in diesem Kundencenter drin, an verschiedenen Stellen. Man muss eine Weile suchen, aber dann hat man diese 3 Mail-Adressen. Es ist keine von denen. Thomas meinte sich dunkel daran zu erinnern, dass man sich irgendwie eine neue Adresse geben muss. Ich komme also dazu, um zu assistieren. Weißt du das noch genauer? Ja, ich musste die Adresse, bei dir ist deine Mutter, bei mir ist meine Frau, der Anschluss gehört. Die habe ich dann immer gefragt und sie guckte mich groß an und sagte, du machst das doch alles immer. Entschuldigung, das ist jetzt nicht politisch korrekt und nicht gegendert, aber dann habe ich gedacht, okay, irgendwie muss ich dazu kommen, dass ich ihren Namen zum Passwort erkläre. Vorname, Punkt, Nachname. Jetzt frag mich aber nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Ich habe ihn das gefragt und er hat es nicht mehr gewusst. Das war so nicht wahnsinnig hilfreich. Aber immerhin, ich wusste, man kann da in diesem Kundencenter, man weiß nicht so genau, wo hier unter Dienste und Abos gibt es einen Punkt E-Mail. Unter meine Daten gibt es Kontaktdaten, da kommt nochmal sowas mit E-Mail vor. Da kommt man aber meistens nur dahin. Also wochenlang eigentlich bin ich immer nur da gelandet. Aber irgendwann kam dann ein großer Tag und da bin ich dahin gekommen an derselben Stelle. Und dieses E-Mail-Center, das ist jetzt eine wichtige Information. Also man muss nicht warten, bis nach 3 Wochen dieser Link mal einen guten Tag hat und auftaucht, ist unter dieser Adresse zu erreichen. Das steht nirgends, aber da muss man hin.
Und dann kann man sich selbsterklärend da, eigentlich. Ja, oder? Eigentlich total selbsterklärend. Dann kann man sich da eine neue Mailadresse vergeben und ein Passwort zu dieser Mailadresse dazu. Dann kann man wieder zurück zu diesem freundlichen jungen Mann und in dem Tab Hotspot Login diese Daten eingeben und dann. Dann ist man schon fast drin und wenn man dann auf dieses Please try again later, wenn man dann noch ein bisschen abwartet und das nochmal, dann passiert das. Dieser Anschluss wurde geschaltet am 6. April und am 29. April, also nach 23 Tagen harter Forschung im Dienste dieser Veranstaltung, ich glaube, ich habe noch nie einen Vortrag so lang vorbereitet, 3 Wochen harte Arbeit, kam es dann dazu und ich hatte Internet im Zug. Und das könnt ihr jetzt auch alle haben, jetzt wisst ihr, wie es geht. Guten Tag. Genau, es ist das, let's not play da. Das da? Nein, ja, doch. Das da. Genau. Ja, ich bin angelangt, das ist mein Rechner und bis vor 5 Minuten wusste ich noch nicht, dass der Präsentationsrechner ist und lebe jetzt in der ewigen Furcht, dass furchtbar peinliche Notifications irgendwie aufploppen werden. Bitte verzeiht mir, falls das der Fall sein sollte. Meine Präsentation ist so halb und halb, weil mein Live-Let's Play wäre gar nicht so lang und das würde Leuten, die nicht wissen, was dahinter steckt, gar nicht so lange vorkommen und daher muss ich ein bisschen ausholen. Ich weiß, das will nie jemand hören, dass man ausholen muss. Es geht um Videospiele. Gibt es hier Leute, die nicht Videospielen? Dann können wir uns das alles sparen. Okay, für dich und für dich erkläre ich das jetzt. Wir im Techniktagebuch, wir versuchen immer zu vermeiden, zu sagen, früher, da war alles besser, nicht so kompliziert und die Leute haben nicht immer auf ihr Smartphone gestartet, das möchte ich gar nicht. Ich möchte hier einen meiner Lieblingskabarettisten zitieren, den Jochen Malmsheimer, der hat einmal über das gute Wurstbrot gesagt, früher war nicht alles besser, aber es gab Sachen, die waren früher gut. Und ich spiele sehr gerne Videospiele und das auch schon seit der Kindheit und das da, so habe ich angefangen. Und genau. Ich habe vorhin gesehen, das kann man hier unten auch mit dem N64, dem Nachfolgeding. Und da gab es eine nette Sache, die nannte sich Plug and Play. Man steckte dieses Ding in die Steckdose, dann steckte man das Spiel, was man sich gekauft hat oder man hat es geliehen oder keine Ahnung, geschenkt bekommen. Man steckte das da rein und dann machte man das Ding an, dann setzte man sich hin und dann konnte man spielen. Und das war sehr schön. Ich will auch gar nicht sagen, früher waren die alle besser, heute sind die alle nicht gut. Die sind heute sehr viel komplizierter und sehr viel tiefgreifender Videospiele. Und man kann sie online spielen, man kann sie online kaufen, das ist alles gut. Das finde ich auch nicht schlecht, aber dieses Plug and Play, das ist ein bisschen verloren gegangen. Dazu muss ich kurz erklären, für die 4 Leute, die ja keine Videospiele spielen. Meine Videospiele beziehe ich, wie inzwischen fast alles, was ich konsumiere, digital. Das spart Platz im Schrank. Und zwar über eine Plattform, die nennt sich Steam. Da muss man sich einen Account zulegen, sich da registrieren und dann kann man auf die Steam-Bibliothek zugreifen. 4.500 Spiele, normal, wenn man in Deutschland wohnt, sind es nur etwa 4.400 wegen Lizenzrechten. Was ich bei der Vorbereitung für diesen Vortrag rausgefunden habe, ist, ich besitze diese Spiele nämlich gar nicht. Wenn ich bei Steam ein Spiel kaufe, dann habe ich lediglich einen Abschluss eines nicht übertragbaren Abonnements erworben. Also das hat mich etwas, hat mich an den Vortrag, den ich hier von Netzpolitik gehört habe, am ersten Tag erinnert. Wer erbt mal die digitale Plattensammlung, wurde da gefragt. Und ich frage mich, wer erbt mal meine Spielesammlung, weil sie gehört mir ja anscheinend gar nicht. Aber das wird zu weit führen. Ja. Okay, alles klar. Ich soll nicht auf die Antenne fassen. Da? Nicht? Okay, Entschuldigung. ich fasse jetzt nicht mehr an die Antenne. Und der Hauptgrund, warum ich bei Steam bin, ist, es gibt dort viele Spiele, eine große Auswahl an Indie-Games, die ich auch sehr gerne spiele. Und es ist billig, denn Steam hat die Steam-Sales 2, 3, 4 Mal im Jahr. Und da gibt es wunderbare Spiele, die man sich euphorisch für 2 Euro kauft und dann nie wieder spielt. Und jetzt kommen wir zu dem Problem, was hinter diesem Login, was ich gleich vorführe, so etwa liegt wie so ein Kraken unter dem Meer. Nämlich es gibt Spielhersteller, besonders die Großen, die das nicht so gerne haben, wenn andere Leute ihre Spiele vertreiben, die entweder ihre Spiele gar nicht auf Steam haben oder mit Beschränkungen. Eigentlich wollte ich Microsoft vorführen. Das hat es aber inzwischen geändert. Kauft man auf Steam ein Spiel, was von Microsoft ist, musste man sich früher nochmal einloggen. Das muss man jetzt nicht mehr. Man bekommt nur eine Lizenz. Und wie ihr alle wisst, Lizenzen liest man sich natürlich mit einer Tasse Kaffee 10 Minuten.
durch. Das macht natürlich kein Mensch. Und was ich interessant fand, ist, da steht drin, die Software wird lizenziert, nicht verkauft. Das heißt, wenn ich bei Steam ein Spiel von Microsoft kaufe, habe ich ein Abo abgeschlossen auf eine Lizenz. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es klingt nicht so, als würde mir das Spiel dann gehören. Jedenfalls, das ist Microsoft. Dann gibt es noch zwei große andere Player, einmal EA Games und Ubisoft. Die haben beide ihre eigene Plattform. Die funktioniert ähnlich wie Steam. Man registriert sich, loggt sich ein, kann dann Spiele dort kaufen. Wie das da mit der Lizenz ist, wollte ich gar nicht mehr rausfinden. Ich war so deprimiert, ich habe es dann gelassen. Bei EA ist interessant, das, was die Plattform heute ist, nämlich Origin, das hat eine lange Entwicklung durchgemacht. Und ich hatte mal den Fall, dass ich mal ein Spiel, das heißt Dragon Age, da wollte ich den dritten Teil von spielen und den mit dem zweiten Teil verknüpfen. Der zweite Teil, der war aber irgendwann hier so erschienen, wo es Origin noch nicht so wirklich gab. Das kann man im Techniktagebuch nachlesen, das ist sehr lang und endete fast damit, dass meine Xbox im Fischteich der Nachbarn gelandet ist. Das würde jetzt aber zu weit führen. Mein Spiel, was ich gleich versuche zu spielen, also es ist ja nicht meins, es ist ja nur ein Abo, aber ich sage es jetzt einfach mal, mein Spiel ist von Ubisoft, nennt sich Heroes of Might and Magic 6 und Ubisoft hat Uplay. Uplay wurde 2009 eingeführt und damals musste man komplett online sein, um das Spiel, was man da gekauft oder auch nicht gekauft hatte, zu spielen, komplett. Das hat den Leuten natürlich nicht gefallen, also haben sie es wieder abgeschafft, 2010, da musste man sich nur noch, und eigentlich wollte ich was hier in die Luft halten, das liegt jetzt in meinem Rucksack, das ist jetzt doof, aber das steht auch noch auf, wenn man heute Spiele von Ubisoft so richtig auf CD im Plastik kauft, steht unten ganz klein dran, beim ersten Mal, wenn man dieses Spiel spielt, muss man sich einloggen und online sein auf Uplay. Und dann aber nicht mehr. Das haben sie 2011 wieder geändert für zwei Spiele, Driver und ich glaube From Dust, für die musste man wieder komplett online sein. Und weil das den Leuten überraschenderweise nicht so gefallen, haben sie das wieder geändert und jetzt ist es, also Stand vor 3 Stunden etwa, man muss für ein Spiel von Ubisoft, egal wo man das gekauft oder nicht gekauft hat, abonniert, keine Ahnung, wenn man das spielen möchte, muss man am Anfang online sein und dann nicht mehr. Und das ist das, was ich jetzt versuche zu tun. Let's not play Heroes of Might and Magic 6. Jetzt gehen wir hier auf meinen Desktop. Hier ist mein Desktop, hier ist das Spiel. Ich muss mich jetzt erst bei Steam einloggen, was ich schon getan habe, damit das hier nicht noch länger dauert. Hoffentlich bricht jetzt nicht alles zusammen. Man kann das dann hier über die Bibliothek auswählen. Ich habe, wie man sieht, jetzt ganz viele Spiele, die mir alle nicht gehören. Mir geht es um das Spiel, das habe ich hier, Mighty Magic Heroes 6. Ich weiß nicht, wie es den Leuten, die spielen, so geht wie mir. Wenn ich das endlich gekauft habe, dann freue ich mich sehr, setze mich hin und dann möchte ich auch loslegen. Spielen, spielen, spielen und dann klicke ich auf Spielen. Und dann passiert Folgendes. Error. Ubisoft Game Launcher, Fehlercode 1. Im Normalfall würde ich da sitzen und sagen, ja, jetzt weiß ich ja und ihr wisst auch, also wenn euch das jetzt passieren sollte, wisst ihr, woran es liegt. Es gibt kein Usoft, kein Uplay, wir brauchen Uplay. Wir sind in Steam, wir haben uns da eingeloggt, wir brauchen aber Uplay, weil Ubisoft muss wissen, dass ihr ein Kunde von Ubisoft seid. Also geht man hin und ich komme aus Köln und da sagt der Jean Pütz immer so schön, ich habe da mal was vorbereitet. Eigentlich muss man dann erst nämlich hier auf diese Seite gehen, auf Uplay. Download Uplay, where you can find all your games on PC. Okay, dann lädt man sich das runter, das habe ich schon mal gemacht. Klickt auf Doppelklick. Und auch da gibt es eine Lizenz, die man sich natürlich nicht durchliest. Eine Language. Ja, ja, schon klar. Was auch immer. Ich möchte spielen. Ich möchte jetzt keine Lizenz lesen. Ich möchte jetzt bitte spielen. Installieren und dann setzt man sich hin. Ich hätte jetzt diese Packung hochgehalten, die ich leider im Rucksack vergessen habe. Das ist genau dasselbe Spiel. Meine Freundin Saskia, bei der ich netterweise übernachten darf, die hat sich das nämlich im Laden gekauft. Also zumindest glauben wir, dass sie sich das gekauft hat. Vielleicht gehört ihr ja auch jetzt nur die Hülle, das wissen wir jetzt nicht. So. Fertigstellen. Und da ist man dann in Uplay. Theoretisch. Sollte man da jetzt sein? Irgendwann kommt das dann? Lalala, da ist Uplay, juhu, so. Wenn man jetzt jemand wie ich, denkt man dann, oh, ich habe ja gar keinen Account.
Oder ich hatte mal einen Account irgendwann und dann muss man den erst raussuchen, das erspare ich euch jetzt alles und gehe einfach in da, wo ich alle meine Passwörter habe, nämlich KeePass, kopiere mir da mein Passwort raus, gebe hier meine E-Mail-Adresse an, einen Moment. Ich hoffe, das rollt jetzt nicht runter. Ich habe erst gestern gemerkt, dass es eine peinliche E-Mail-Adresse ist, aber das auch noch zu ändern, damit muss ich jetzt einfach mal leben. Und das geht natürlich nicht mit Copy-Paste, also muss ich es nochmal machen. Das ist übrigens KeePass, um Passwörter zu verwalten, kann ich nur empfehlen, anmelden, angemeldet bleiben. Ich will das ja nicht jedes Mal machen. Juplay, juhu. Und dann kommt da dieses Rädchen und dann steht hier meine ganzen Spiele. Und dann habe ich genau das, was nämlich da auch schon ist, nämlich das Spiel. Und dann kann ich endlich tatsächlich spielen. Könnte ich, wenn das nicht auf diesem Rechner mal abstürzen würde. Ich klicke trotzdem einfach nur, weil wir jetzt da sind. Und dann kann man theoretisch, wenn es jetzt nicht sofort abstürzen würde, das spielen. Und ich glaube, das ist nicht so gut, dass es jetzt abstürzt, weil mein Rechner ja der Präsentationsrechner ist. Und deswegen beenden wir das jetzt. Ich hoffe, es stürzt jetzt nicht deswegen ab. Ich habe da nicht drüber nachgedacht. Falls ja, bin ich schuld. Vielen Dank. Diese wunderbaren T-Shirts, die man hier sehen kann. Das geht jetzt bestimmt nicht, weil das ging gestern auch nicht. Wir versuchen das jetzt einfach trotzdem. Aber ich habe einfach nicht drüber nachgedacht, dass das jetzt hier der Präsentationsrechner ist. Die T-Shirts kriegt man auf zufallsshirt.de. Oder muss man da noch irgendwas anderes hintermachen? Nee, ich befürchte, dieser Rechner ist jetzt damit beschäftigt, dieses Spiel. Ich meine, ich kann es verstehen, ja, die ganze Zeit, du willst doch spielen. Ja, dann spielen wir jetzt eben. Du kannst ja schon mal anfangen. Fang einfach an. Ja, gut. Wir hatten gedacht, wir haben das maximale Level der Improvisation bereits erreicht. Aber wir müssen es noch weiter steigern. Ich bin André Spiegel, auch ein Redakteur im Techniktagebuch. Ich bin normalerweise in der Rolle des Auslandskorrespondenten, weil ich in New York wohne und von daher immer, wie die anderen aus der Redaktion sagen, aus der Zukunft berichte. Also all die schönen Dinge, die hier in Deutschland passieren werden, wenn Deutschland den gleichen Stand erreicht hat, wie den Amerika im Moment schon hat. Manches davon ist schön, anderes ist vielleicht nicht so schön. Und umgekehrt bin ich wiederum Auslandskorrespondent, wenn ich von Amerika hierher komme. Ich bin gelegentlich mal zu Besuch in Deutschland und erlebe dann erstaunliche Dinge. Und wovon ich heute Abend berichten wollte, ist die Erfahrung, Fahrkarten zu kaufen. Es war bisher immer ein traumatisches Erlebnis, wenn ich nach Deutschland gekommen bin und beispielsweise am Flughafen Tegel ankomme und dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu Freunden fahren möchte, in ein Hotel fahren möchte und daran scheitere, dass ich kein Bargeld habe. Normalerweise brauche ich eben auch kein Bargeld. In Amerika lebe ich wochenlang ohne einen einzigen Cent in der Tasche, weil alles natürlich mit Kreditkarte funktioniert. Wenn ich nach Deutschland komme, dann brauche ich Bargeld, um überhaupt auch nur ein BVG-Ticket kaufen zu können. Inzwischen ist es nicht mehr so. Tatsächlich kann ich inzwischen meine BVG-Tickets auch online kaufen. Es gibt eine BVG-App und diese BVG-App können wir gleich zeigen, zwar nicht live, aber immerhin fast. Und ja, die Erfahrung mit dieser BVG-App ist spannend, weil es eine Weile dauert, bis es lädt. Okay, ich halte es auch näher an meinen Mund, mache ich.
Ich muss mich gleichzeitig auf das Mikrofon oder auf den Bildschirm da drüben konzentrieren. Sag nur, bereitet eure Vorträge nie zu gut vor, weil dann klickt ihr automatisch auf was, was eigentlich nicht sein sollte. Nie vorbereiten, ist nicht gut. Ja, der Link, genau. Es dauert ein bisschen, aber es kommt. Es geht wirklich nur um 5 Bilder. Das tut doch gut, das zu lesen. Wenn ich da drauf gehe, dann geht das Bild an. Komm, tu mir den Gefallen. Jawohl, da ist es doch. Wunderbar. Das ist das Bild, das ich... Mach das weg. Das ist das Bild, das ich meine. So also wird man in Berlin darauf aufmerksam gemacht, dass man jetzt seine BVG-Tickets online kaufen kann mit der BVG-App. Die Latte liegt hoch, denn es bedeutet, dass man das Ticket also offenbar so schnell kaufen kann, dass das Handtuch nicht vorher runterfällt und dass man natürlich damit auch schneller ist, als es am Automaten zu kaufen und Bargeld in den Automaten reinzuwerfen. Und das ist natürlich schon eine ganze Menge. Wenn man diese BVG-App jetzt aufmacht, ich mach schon, lass mal. Wenn man diese App jetzt aufmacht, dann ist das eine ganz interessante Erfahrung. Man muss sich so ein bisschen durchnavigieren, bis man den Bereich findet, wo es Tickets gibt. Und wenn man dann an diese Stelle kommt und ein Ticket ausgewählt hat, muss man angeben, von wo man losfährt. Das kann man verstehen, dass man den Abfahrtspunkt angeben muss, denn das gehört zu der Tarifstruktur mit dazu. Aber wie kommt man zu dieser Information? Nun, es ist zunächst einmal so, dass wenn ich einen Namen da eingebe von einer Haltestelle, von der ich losfahren will, die App anfängt, eine Verbindung zum Server aufzubauen und von diesem Server die Liste sämtlicher Haltestellen herunterzuladen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was für Haltestellen das sind, denn die Orte, die ich hier sehe, sind nicht nur Orte in Berlin. Es könnten möglicherweise alle Haltestellen der Bundesrepublik Deutschland sein, oder vielleicht auch nicht ganz. Jedenfalls kommt eine sehr, sehr lange Liste von Haltestellen runter. Und wenn ich hier zum Beispiel Möckern eingebe, dann steht da auch irgendwo die Möckernbrücke in Berlin, von der aus ich losfahren will. Aber es stehen eben auch ganz andere Orte dabei, von denen man nicht so recht weiß, was das jetzt mit dem String Möckern zu tun hat. Nun gut, also nachdem man relativ verzweifelt einige Zeichen eingibt und hofft, dass es möglichst bald eindeutig wird, man dann diesen Ort aussucht, kann man das Ticket kaufen. Und die Frage ist, wie man das dann kauft. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten dazu. Ich habe das mit meiner Kreditkarte gemacht. Und wenn man das erste Mal macht, muss man natürlich seine Kreditkartennummer und so weiter eingeben. Das dauert eine Weile, das ist verständlich. Aber danach, jedes Mal, wenn ich ein Ticket kaufe, muss ich die dreistellige Geheimzahl meiner Kreditkarte ebenfalls noch mit dazu eingeben. Diese Geheimzahl macht das Ganze natürlich sicherer. Auf der anderen Seite fragt man sich, wie groß wäre eigentlich der maximale Schaden, wenn jemand mein Handy klauen würde und dann anfangen würde, in großem Stil BVG-Tickets mit diesem Handy zu kaufen? Wahrscheinlich müsste er ungefähr 200 BVG-Tickets kaufen, um auch nur den Wert des Handys an zusätzlichem Schaden anzurichten. Nun ja, aber offenbar möchte man hier wirklich auf Nummer sicher gehen. Ich gebe also den Card Verification Code ein und dann läuft der eigentliche Bezahlvorgang los. Und dieser Bezahlvorgang geht über 5, 6, 7, 8 Schritte, bei denen man in keiner Form eingreifen kann. Es erscheinen ständig neue Bildschirme, vor allen Dingen da oben in der Titelzeile tut sich jede Menge. Und dann erscheint eine Meldung wie diese hier, in grellem Rot hinterlegt, sodass man denkt, oh Gott, jetzt ist wirklich alles schief gegangen.
Aber da steht nur, this payment requires authorization on the server of the card issuer. You will be redirected immediately. Das ist ein völlig normaler Vorgang. Es ist absolut nichts Alarmierendes daran. Es geht einfach ganz genau weiter. Das ist der normale Zahlungsvorgang. Und wir schreiten fort mit dem Bezahlen. Und kommen dann nach einigen Minuten an dieser Stelle an. Das war jetzt zufällig vor ein paar Tagen, als ich das hier vor der Konferenz nochmal ausprobiert habe. Und da ist es mir nicht gelungen, per Kreditkarte ein Ticket zu kaufen. Ich kam irgendwann auf diesen Bildschirm hier, was immer das heißen mag. Und als ich die App das nächste Mal startete, teilte sie mir mit, wir wissen nicht genau, ob du dir nicht vielleicht schon ein Ticket gekauft hast. Guck doch mal nach, ob du eins hast, und wenn nein, können wir gerne noch mal versuchen, eins zu kaufen. Und dann bin ich also wieder hier dabei angekommen. Und das ist natürlich eine spannende Erfahrung. Ich muss zur Ehrenrettung dieser App dazu sagen, wenn man das Ganze per Lastschrift Einzug macht, dann geht das wirklich ruckzuck. Da kann man nicht meckern, das geht sehr, sehr schnell. Trotzdem, die Ortsauswahl am Anfang ist immer noch der kritische Punkt. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde, wenn ich ein Handtuch um meine Lenden gebunden hätte, bevor das Handtuch runterfällt. Das heißt also, da ist noch ein bisschen was zu tun. Ein Vorschlag, den ich hätte, wäre, die Ortsauswahl besser zu machen. Es ist so, wir haben, wenn wir annehmen, die Haltestellen von Berlin, es sind ein paar tausend, ich glaube so 2000, 3000 verschiedene Haltestellen, die würden mit Leichtigkeit in die App reinpassen. Das ist nicht mal ein Megabyte, um die da drin zu haben. Wenn dann die App außerdem noch wüsste, wo sie sich gerade befindet, könnte sie eigentlich schon eine sehr, sehr enge Auswahl von möglichen Haltestellen treffen und mir die einfach vorschlagen. Und da ich sie ja außerdem bereits alle im Hauptspeicher drin habe, kann ich einfach die ersten Buchstaben der Haltestelle eingeben und kriege sie sofort angezeigt, ohne irgendeine messbare Verzögerung. Also das wäre mein Vorschlag für die nächste Version dieser App, und dann geht es vielleicht irgendwann auch mit Handtuch. Vielen Dank. Hallo, ich bin Undine und probiere jetzt mal aus, ob ich auch noch von der Präsentation was ablesen kann. Ich habe mich sehr gefreut, als das Techniktagebuch vor 2 Jahren gestartet ist, denn wie sich jetzt im Verlauf dieser Präsentation herausstellen wird, bereite ich mich eigentlich schon sehr lang darauf vor. Das heißt, anders als die anderen, die jetzt vor mir erzählt haben von ihren Erfahrungen, wird das eine Geschichte sein, die nicht in der Gegenwart spielt, sondern in der Vergangenheit. Und außerdem ist auch das Verhältnis zwischen User und Dienstleister umgedreht. Das heißt, während sonst immer der User geknebelt und gequält wird, will ich jetzt zeigen, wie das mal umgekehrt war. Was machst du? Zurück? Okay, das erste Slide habt ihr schon gesehen. Vielleicht funktioniert es. Also die Geschichte, die ich erzähle, beginnt im vergangenen Jahrtausend. Das heißt, jetzt erfahre ich auch in diesem Moment, dass ich die Notizen nicht sehen kann. Ah, okay. Das ist interessant. Gut. Mal gucken, wie es funktioniert. Im vergangenen Jahrtausend habe ich, also genauer gesagt in das Jahr 1995, da habe ich mir eine E-Mail-Adresse zugelegt. Und zwar die erste Freemail-Adresse vielmehr. Damals fiel die Wahl auf Yahoo, ich war sofort stolz, weil das hat mir ein Freund aus Russland, der hatte eine yahoo.com-Adresse, und ich habe nicht lange rumgesucht, was es sonst noch geben könnte, vielleicht gab es auch sonst nichts. Ich weiß nicht, ob das heute noch irgendjemand benutzt. Ich bin jedenfalls da gelandet und war eigentlich von Anfang an sehr happy. Das heißt, ich habe von Anfang an keinen Spam gehabt, ich habe nie Spam gehabt. Ich habe, bevor Google Mail überhaupt in Deutschland aufkam oder bevor das, also da tickerte das noch irgendwie von 1 Gigabyte Speicherplatz zu auf irgendwie mehr, habe ich unbegrenzten Speicherplatz gehabt, und gelegentlich begrüßte mich dann, dass, wenn ich einen Pointer hätte, würde ich mal zeigen auf dieses süße kleine Schnurrbart oder was auch immer es ist, Emoticon oben in der Weißfläche, das dann mal unvermittelt auftauchen konnte. Also ich hatte von Anfang an ein relativ persönliches Verhältnis zu meinem Freemail-Provider.
Zusätzlich ist es noch so, wer letztes Jahr da war, erinnert sich vielleicht, ich habe ein Faible für Homeshopping-Kanäle. Zusätzlich habe ich aber auch, fühle ich mich gut unterhalten davon, wenn jemand sich ein bisschen Mühe gibt, damit die Nachrichten mir schön zu präsentieren. Und deswegen gibt es jetzt hier einen ganz kleinen Exkurs zum Thema Online-News in den Zeiten vor Clickbait. Fand ich ganz interessant, denn das ist was von 2011. Ich fand das bemerkenswert, dass dann sowas vorkommt wie ich bin stabil oder fehlende Handschrift. Will man unbedingt hinklicken, was los ist? Oder auch mehr Nachrichten dieser Art lesen? Und weil das jeden Tag so weitergeht, an dieser Stelle habe ich mich mal kurz gefragt, ob es sich vielleicht um heimliche Hilferufe aus der Newsredaktion handelt. Konsequenzen reichen nicht. Raus so schnell wie möglich. Ich habe nichts daran gefotoshoppt oder so, das ist so. Und ich erspare euch noch einige, die eher dann so aussehen wie diese hier. Als meine Zeit lang aussah, als wird die Presseabteilung der Bundesregierung irgendwie hier die Redaktion übernehmen. Was hier ein bisschen untypisch ist, normalerweise gab es an so Stellen wie hier eigentlich eine kleine Veränderung, stilistische Experimente der Art, Bundesregierung hält auch an umstrittenem Betreuungsgeld fest. Und ich habe glücklicherweise die Angewohnheit, seit 2003 einen Haufen Screenshots aufgehoben zu haben. Sonst könnte ich das heute nicht vorführen. Aber eigentlich geht es nicht um die Nachrichtenpolitik von Yahoo. Jetzt bin ich gespannt auf das nächste Slide. Genau, sondern um meine Freemails. Das heißt, ich benutze das bis heute. Und mir war es auch immer daran gelegen, ich habe das nie in mein Mail-Programm umgeleitet, sondern rufe die auf dem Browser ab, weil ich oft auf fremden Rechnern auch mir das angesehen habe und früher keinen Laptop dabei gehabt habe im Ausland oder sowas. Dann passierte am 9. August 2011 Folgendes. Steigen Sie bis zum 15.08.2011 auf die neueste Version von Yahoo um. Sieht noch ganz harmlos aus. Ich habe es nicht so mit Veränderungen. Und aus dem Grund, vor allem nicht, wenn da steht, es wird besser, weil übersichtlich Design, das den Umgang mit Mail zum Kinderspiel macht. Ich hatte vorher nie das Gefühl, dass der Umgang mit Mail besonders kompliziert war und habe mich stattdessen dafür entschieden, mal ein bisschen rumzulesen in Foren, ob vielleicht jemand Erfahrungen gesammelt hat schon mit der neuen Version von Yahoo Mail. Also ich bin echter Upgrade-Hasser. Und habe mir natürlich auch ein bisschen das Kleingedruckte angesehen und da ist mir was Ungewöhnliches aufgefallen. Im Kleingedruckten pflegen diejenigen, die es einem aufschreiben, normalerweise nicht so auffällig hervorzuheben, die unangenehmen Nachrichten darin. Wie zum Beispiel die automatisierten Systeme von Yahoo durchsuchen und analysieren alle Mail, Instant Messenger und anderen Kommunikationsinhalte und so weiter. Das heißt, ich fand es bemerkenswert, dass es eben nicht in solchen AGBs versteckt wird, die man normalerweise nicht durchliest, sondern freundlicherweise direkt auf der Startseite. Und außerdem gab es unten diesen süßen kleinen Weiter zu Yahoo Mail Classic. Dachte ich, okay, dann wähle ich das. Eine Woche später hat jemand rausgefunden, die User fürchten sich davor, dass das Upgrade zu schwierig sein könnte. Okay, man wird beruhigt, es ist kinderleicht, alles bleibt unverändert und so weiter. Hier habe ich interessanterweise nicht mehr gefunden, wo der Ausweg auf dieser Seite war, um das zu lassen, aber es gab einen. Das heißt, ich habe hier auch schon geahnt an dieser Stelle, dass die Geschichte interessant wird. Also es war mir jetzt eigentlich egal, mit welcher Version ich das fortsetzen werde. Ich war einfach neugierig, was Yahoo überhaupt dazu treibt, mich in dieser seltsamen Mischung aus Verlockung und Drohung dazu zu bringen, dass ich hier irgendwas ändern soll. Ah, okay. Ich weiß die Daten nicht mehr. Die Daten hatte ich in den Notizen stehen, aber da unten. Ich erkenne es an diesem Yahoo Mail besser denn je. Ich weiß es noch. Zwischen diesem Slide und dem letzten liegt ein Jahr. Zwischendrin ist exakt nichts passiert. Aber es war wieder August, der Aktivitätsmonat. Im August 2012 habe ich diese Startseite bekommen, die nochmal versucht hat, mich dafür zu gewinnen. Weil man noch mehr seltsames Kleingedrucktes eingebaut hat, dachte ich, okay, das wird nicht von Erfolg gekrönt sein. Und ich hatte mich sowieso dafür entschieden, das sowieso nicht zu machen. Aus Neugier, sondern ich dachte mal sehen, wie viele Monate, Jahre eigentlich man mir noch ähnliche Seiten präsentieren wird. Okay.
Dann wurde es ernst. Das ist aber wohlgemerkt jetzt im April 2013 passiert. Das heißt, es lagen fast 2 Jahre zwischen dem ersten Versuch von Yahoo. Also das ist ein Vorgang, der mir normalerweise von allen möglichen Dienstleistern völlig unkommentiert passiert. Ich hatte nie das Gefühl, dass mich jemand fragt, ich meine Zustimmung geben muss, wenn irgendeine Benutzeroberfläche sich ändert, und auch mit den AGB ist eher sehr unauffällig, wird es vermittelt. Hier wurde mir auf wenig überzeugende Weise erklärt, jetzt schriftlich per E-Mail, dass es in Zukunft sehr benutzerfreundlich sein wird, abgesehen von den Umlauten, darauf sollte man nicht so viel Wert legen. Das Ganze hat präsentiert Sir Douglas so-und-so, der Produktmanager, und es klang nicht richtig entschlossen, fand ich. Ab der ersten Juniwoche erhalten alle unsere Nutzer eine Benachrichtigung, irgendwann ab der ersten Woche, und dann erfolgt es aber umgehend und automatisch. Das ist der Anfang der Mail, die geht so weiter. Wenn Sie jetzt noch nicht umsteigen möchten, empfehlen wir Ihnen, das in Kürze zu tun. Sonst können Sie die Version noch mindestens 30 Tage nach dem Datum dieser Mail nutzen. Und ich war wahnsinnig neugierig, wie lange mindestens 30 Tage dauern. Und bin aus diesem Grund, habe ich mich wieder nicht willkommen heißen lassen beim neuen Yahoo Mail. Ja, hier stand auch irgendwas dabei. Es ging 3-4 Monate ins Land, und eines Tages war es tatsächlich so weit, wiederum im Sommer, dass meine Benutzeroberfläche anders aussah, ohne weiteren Kommentar in dem Fall. Das erkennt man nicht so gut jetzt hier, glaube ich, von den Farben. Von Blau ist man übergegangen zu Lila, und ich bekomme jetzt personalisierte Werbung, wobei als ich gesehen habe, dass ich Volkswagen Nutzfahrzeuge angedreht kriegen soll, den Eindruck gewonnen habe, dass in Wirklichkeit kein Nutzer den AGBs zugestimmt hat und sie deswegen den Plan aufgegeben haben, die Mails zu lesen und irgendwas damit anzustellen. Ansonsten ist, man könnte jetzt sagen, dass ich als Userin mich diesem im Grunde lobenswerten Usability-Projekt verweigert habe und deswegen wesentliche Verbesserungen sabotiert habe. Ich kann aber wirklich versprechen, garantieren, dass das nicht der Fall ist. Das heißt, relativ simple Buttons wie Mail verfassen, versenden, Anhänge verschicken wurden an geringfügig andere Positionen verschoben, sodass man regelmäßig eine Mail abbricht, anstatt sie loszuschicken und verwirft. Ja, wie gesagt, ich benutze es bis heute. Ich hoffe auch, dass der Laden nicht zumacht. Gehe davon aus, dass es, ich hoffe einfach, dass mir wieder so ein wahnsinnig langer Countdown dann wenigstens ankündigen wird, dass ich meine 30.000 Mails irgendwo anders unterbringen sollte. Aber ich kommuniziere bis heute gerne mit Yahoo, weil die so süße Nachrichten haben wie sonst einfach keiner. Auch das stand eines Tages oben drüber. Was muss ich jetzt machen hier mit dem Rechner? Hilfe! Escape, okay. Ah, man merkt, dass wir alles Technikfachleute sind. Die peinlichen Notifications machen wir jetzt noch aus. Ich werde jetzt ganz mutig sein und tatsächlich ein Live-Let's Play machen. Und zwar ein Live-Let's Play, ich bin ein bisschen erkältet, so höre ich mich sonst nicht an, mit der Stadtbibliothek von Essen, beziehungsweise dem Kontobereich für Ausweisinhaber. Jetzt ist ein bisschen das Problem, dass ich vorletztes Jahr im Juli mir einen Ausweis besorgt habe. Der ist jetzt mittlerweile abgelaufen und ich habe ihn nicht verlängert, weil ich festgestellt habe, ich mache das genauso, wie als ich 10 war. Ich leihe Bücher aus. Ja, ich glaube, guck mal gleich mal, ob ich das brauche. Genau. Erstmal tippe ich noch nicht. Also nur schlimmer, also mit 10 Jahren habe ich Bücher ausgeliehen und die immer sehr konsequent über das Ablaufdatum behalten. Ich habe damit die Stadtbücherei Köln-Mülheim relativ gut finanziert, glaube ich. Oder meine Oma, die hat, glaube ich, auch viel davon finanziert. Ich habe das jetzt so gemacht, ich habe immer noch viele Mahngebühren bezahlt und die Bücher nicht gelesen. Deswegen habe ich dann beschlossen nach einem Jahr, dass ich vielleicht doch jetzt mir die Bücher einfach kaufe und nicht so viel leihe.
Also wir können jetzt gleich nicht so viel machen, aber es wird trotzdem vielleicht ganz spannend. Man kann, nee, da muss ich jetzt reingehen, also man kann das jetzt so suchen, weil man hat die Adresse natürlich nicht im Kopf, also sagt man mal Stadtbibliothek Essen oder Essen Stadtbibliothek, gucken wir mal, wo wir da hinkommen. So, das klingt ja schon ganz gut, Portalseite, letztens landete ich auf irgendeiner von der Stadt, wo man dann irgendwo noch einen Link hatte zur Stadtbibliothek Essen und dann landet man hier. Da kann man sich jetzt entscheiden, ob man zur Homepage will oder zum Katalog und zu ihrem Konto oder zur Onleihe. Jetzt weiß man nicht so ganz genau, will man jetzt zur Onleihe oder will man zu meinem Konto, ich will jetzt zum Konto, Onleihe, das kann man jetzt sagen, oder ich glaube das zumindest, ist tatsächlich jetzt E-Book-Verleih, das geht auch, das, aber nur, wenn man keinen Kindle hat. Also kann ich das auch nicht machen. So, jetzt ist man hier und fragt sich, wo logge ich mich denn da jetzt ein? Man sucht irgendwie, also das Schöne finde ich schon mal, dass es eine Leitseite ist und keine Homepage. Aber die ist ja auch Copyright 1992 und wahrscheinlich ist das seit 92, heißt die wahrscheinlich Leitseite. Man kann sich jetzt natürlich diesen Text, also es gibt hilfreiche Schritt-für-Schritt-Anleitung, es gibt eine einfache Erklärung, ich will mich eigentlich nur einloggen, also ich glaube, ich brauche keine Anleitung, um mich einzuloggen. Wenn man ein bisschen runterliest, erfährt man irgendwann hier, dass Leser mit gültiger Servicekarte über den Button Mein Konto-Info-Service sich einloggen können. Oder man klickt einfach wild hier rum, bis man irgendwo hier drauf klickt. Das ist jetzt auch nicht irgendwo oben, sondern wirklich da unten, also sehr intuitiv gemacht. So, jetzt habe ich das. Da kann ich total super Sachen mitmachen und ich kann mich einloggen. Jetzt werde ich was ganz Gefährliches machen. Ich werde mich jetzt einloggen mit meiner Nutzerkarte. Das Gute ist, ich bin da ja nicht mehr. Ich habe ja nur noch diese Nutzerkarte. Das heißt, da kann jetzt niemand Böses was mitmachen, hoffe ich jedenfalls. Weil ihr werdet euch gleich alle mit meinen Daten einloggen können. Oder jemand hält das schnell zu, noch bevor ich die letzten Zahlen hier eintippe. Es hilft ja nichts, wenn ich hier zuhalte, habe ich festgestellt. weil das Passwort ist mein Geburtstag und den kann man, glaube ich, irgendwie ja googeln oder so. Also da bin ich ja auch. So, jetzt will man hier draufklicken. Ja, kann man nicht, da ist kein Button. Der Button, also das muss man ihn lassen, es steht eigentlich immer da, bitte eingeben und Go klicken. Go ist hier oben. Da klickt man jetzt drauf. Man sieht, ich schulde der Essener Stadtbibliothek noch 1,50 Euro. Ich habe diese Bücher einfach in so eine Babyklappe für Bücher, Entschuldigung. In so eine Babyklappe für Bücher. Das jetzt vorzeitig abbrechen. Ich kann nicht. War seitdem nicht mehr da. Ich kann jetzt auch nicht mehr viel machen, aber der Trick ist jetzt einfach, egal was man hier macht, also verlängern, irgendwie vorbestellen, man muss immer oben auf Go klicken, ist es scheißegal, was man macht. Wenn man das einmal begriffen hat, es gibt ja auch einen Artikel im Techniktagebuch zu, dann ist es eigentlich auch klar, also man wird jetzt nicht großartig in die Irre geführt von der Stadtbücherei Essen, aber es ist, glaube ich, schon auf dem Stand von 1992 stehen geblieben und man hat vielleicht noch so ein paar Funktionen erweitert, aber nicht viel gemacht. Was auch noch schön ist, ich glaube, das steht auf dem ersten irgendwo drin. Ich hatte mal, manchmal ist das ja so, man wacht früh morgens aus und auf und es fallen einem 1000 Dinge ein, die man erledigen muss. Und je länger man drüber nachdenkt, desto eher steht man an der Privatinsolvenz. Also das bauscht sich so auf. Und ich hatte halt diese Bücher mit den 1,50 Euro und war quasi kurz vor Pleite, weil ich Angst hatte, diese Bücher nie mehr zurückzugeben. Und wollte dann um 3 Uhr oder 4 Uhr nachts aufstehen und diese Bücher verlängern. Das geht nicht. Hier unten steht das, Sie können in der Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr aus Gründen der Datensicherung nicht auf den Online-Katalog und Ihr Benutzerkonto zugreifen. Ich weiß nicht, warum, aber man kann nachts, also man kann ab 23 Uhr nichts machen bei der Essener Stadtbibliothek. Und
Also ich finde, das ist eigentlich alles sehr niedlich und sehr herzig, aber es ist vielleicht auch mal Zeit, das in der Zukunft anzukommen, auch für die Essener Stadtbibliothek. Dankeschön. Ja, mein Name ist Volker König, ich bin auch einer der festen Redakteure und nachdem Anne ja schon wunderbar Behörden-Webseiten gezeigt hat, mache ich jetzt was anderes. Ich weiß nicht, bei euch ist es wahrscheinlich genauso, ihr kauft kaum noch Briefmarken. Also wenn ich mal so einen 10er-Block Briefmarken kaufe, dann ist da noch kaum was raus, wenn schon zwei Gebührenerhöhungen waren. Und die einzelnen Marken an den Automaten kann man sich ja heutzutage nicht kaufen, weil wenn man dann für 57 Cent was kauft, hat man nicht klein, dann kommen so 1 und 2 Cent Wechselgeldmarken raus, mit denen man nie wieder was anfangen kann. Also habe ich dann irgendwann Online-Porto bei der Deutschen Post mal gekauft und festgestellt, das ist eine ganz tolle Sache. Da kann man die Adresse mit reinschreiben und sich das ausdrucken, kann das direkt auf den Umschlag drucken. So, jetzt brauche ich das ungefähr zweimal im Jahr. Das heißt, ich habe den Link nicht in der Liste, ich mache das also über Google. Ich suche online Porto Post. Und da hat es schon eine erhebliche Verbesserung gegeben, in den letzten Monaten sogar, ungefähr seit ich das als Thema mir ausgedacht habe hierfür. Denn bis jetzt war es so, dass das Online-Porto bei der Post und das Drucken des Online-Portos, wie man das dort abwickeln kann, erst so auf der zweiten Seite manchmal auftauchte. Das muss man erstmal schaffen, also sein eigenes Produkt erstmal auf die zweite Seite von Google zu bringen. Lustigerweise war das Online-Porto von DHL, also von der Post-Tochter, wenn man das Online-Porto für die Post gesucht hat, der erste Treffer über lange Zeit. Also man geht dann hier zum Beispiel auf Online-Porto drucken und mittlerweile ist es so, das war sonst wie bei der Stadtbücherei auch, dass man erst auf eine Seite kommt, die erklärt, was eine Stadtbücherei ist und dass das auch online geht und irgendwo ist dann ein versteckter Link. Mittlerweile kann man jetzt direkt die Briefmarken aussuchen, zum Beispiel einen Standardbrief wähle ich mal aus, dann passiert auch was. Da könnte ich jetzt noch eine Adresse zupacken. Ja, die Marke füge ich jetzt im Druckset hinzu. Druckset bedeutet, da wird dann halt so ein DIN A4-Blatt virtuell gezeigt und da oben in der Ecke wird dann die eine Marke. Ich könnte dann also viele Marken mir ausdrucken, was sich halt nicht lohnt, weil bis ich die dritte Marke brauche, kostet es keine 70 Cent mehr. Ja, es ist doof, alles per E-Mail. Sogar meiner Krankenkasse schicke ich die Rechnung mittlerweile per Fax. Ja, da gibt es übrigens auch Online-Möglichkeiten. Ich habe keinen Fax mehr. Ja, und jetzt bin ich im Warenkorb. Ich sehe diese eine Marke, die ich gekauft habe, im Warenkorb. Und muss jetzt, Gutscheincodes habe ich nicht. Nein, ich erkenne die allgemeinen Geschäftsbedingungen an. Nächster Schritt. Oh, Anmeldung E-Filiale. Das Lustige ist, als ich das erste Mal gemacht habe, habe ich einen Account für etwas, was ich Portokasse nannte, eingerichtet. Die Portokasse hat so ein Guthaben, da kann man 10 Euro mindestens aufladen und von da wird dann das Porto gezahlt. Und ich finde, für Briefmarken etwas Portokasse zu nennen, das ist unheimlich naheliegend. Also das hätte ich der Post gar nicht zugetraut, das so zu machen. So nach ein, zwei Jahren kam dann auf einmal ein Login zu etwas, das nannte sich Postcard. Habe ich versucht, mich einzuloggen, ging nicht. Habe dann irgendwo einen Link gefunden, dass ich auch mit der Portokasse bezahlen kann. Etwas später kam dann so ein Hinweis, ich könnte jetzt mein E-Filiale-Konto und das Postcard-Konto zusammenlegen. Ja, irgendwo war da wieder ein Link auf die Portokasse. Und ja, jetzt guckt man hier runter und sieht den Link nicht mehr. Ich habe in der Portokasse aber bestimmt noch 8 Euro Guthaben. Was mache ich jetzt? Ich habe das ein paar Mal gemacht, dass ich dann irgendwann auf die Idee gegangen bin, Gastzugang zu nutzen. Ich könnte mir jetzt ich kann mir für die eine Briefmarke für 70 Cent eine Rechnung per Post schicken lassen. Es kostet keinen Aufpreis. Wenn ich jetzt hier runterblättere beim Gastzugang, dann komme ich auf einmal auf die Portokasse. Kein Mensch kann mir erklären, warum die Post für das Kaufen von Briefmarken 3 verschiedene Accountsysteme parallel hat. Also es ist Unsinn, es ist blödsinnig eigentlich für Leute, die wie ich so 3 Briefmarken im Jahr kaufen. Hier die Daniela Warndorf beispielsweise hat mir erzählt, sie kauft ja viel mehr für ihren Shop. Da ist es wieder vernünftig. Sie hat wahrscheinlich auch die Links im Browser, weil die ändern sich ja so 1-2 Mal im Jahr und du brauchst sie öfter.
Also du gehst erst in die Portokasse, lädst die Portokasse auf und gehst dann über die E-Filiale an die Portokasse. Das ist toll. Also ich finde, das ist so geradlinig. Wie kann man etwas, das Portokasse heißt und so naheliegend ist vom Namen, so versauen? Ich weiß es nicht. Ja, das wäre das Kaufen von Online-Porto. Das möchte ich jetzt nicht weitermachen, weil meine Passworte alle gesichert sind und ich die jetzt hier auf dem PC nicht drauf habe. Ja, als nächstes kommt der Alex. Hallo. Volker? Volker, könntest du mir das gerade mal einrichten noch? Genau, wir haben uns ganz viel über andere Webseiten von anderen Leuten beschwert, aber wir möchten euch eine nicht vorenthalten, die ihr vielleicht auch kennt. Diese Webseite. Wer von euch hat schon mal versucht, einen Talk bei der Republika einzureichen? Das kann auch manchmal so ein bisschen aufwühlend sein, habe ich festgestellt. Also erstmal, wie ja bei auf den meisten Webseiten, muss man sich einloggen. Das ist auch tatsächlich irgendwie relativ intuitiv oben rechts. Dann kommt man auf diese Seite, da kann man das dann eingeben. Es heißt dann nicht mehr einloggen natürlich, sondern anmelden. Und dann kommt man auf dieses Dashboard. Und da kann man überblicken, was man alles schon gemacht hat. Rechts zum Beispiel die beiden Sessions, die ich dieses Jahr eingereicht habe, die aber nicht genommen wurden. Und wundersamerweise kann man auch jetzt, also ich habe das heute Morgen gescreenshottet, immer noch Sessions erstellen für die diesjährige Republika. Also probieren wir das doch mal. Ja, das sieht dann so aus, das kann man dann ganz schnell ausfüllen. So, ne, Let's Play Republika Webseite, da kann man dann auch so andere Parameter auswählen, zum Beispiel die Sprache, English, German oder Live Translation. Was Live Translation ist und welche Sprache da in welche übersetzt wird, nicht so sicher. Generell kann man aber auch hier schon sehen, dass so ein bisschen Babylon hier Einzug gehalten hat. Manche Sachen sind auf Englisch, manche Sachen sind auf Deutsch, auch nicht so wirklich ersichtlich, warum. Besonders schön wird es dann auch, wenn man den Talk nicht alleine halten will. Denn man selber ist als Speaker vorausgewählt und wenn ich jetzt zum Beispiel Katrin Passig auswählen wollen würde, die ja definitiv schon in der Vergangenheit bei der Republika gesprochen hat, dann gebe ich Katrin ein und kriege sie als Auswahl und kann sie hinzufügen. Wenn ich Undine Löfelm hinzufügen möchte, die auch letztes Jahr bei der Republika gesprochen hat und deswegen eigentlich auch in der Datenbank, kriege ich keine Vorschlagsliste. Ich glaube, wie ist es, Katrin, die Nummer zählt. Ne? Bei manchen Leuten muss man die Nummer wissen und nicht den Vornamen. Aber man kann das dann fertig ausfüllen und dann klickt man auf Speichern und dann kommt diese Webseite. Registration settings have been saved. Your session Let's Play Republika website is currently unpublished. Don't worry. It arrived safely. We will publish it as soon as it is accepted. Session Let's Play Republika Webseite wurde erstellt. Wieder Deutsch-Englisch gemischt. Ist ja auch gut. Aber ich bin mir nicht so richtig sicher, was ist jetzt wirklich passiert? Also irgendwie die Session ist erstellt. Aber sie ist noch nicht veröffentlicht. Okay, es gibt, diese Seite hat aber eine URL, die auch unten so aussieht. Also die hat diese URL. Diese URL kann ich aber mit niemandem teilen, das ist eine interne URL, denn die Session ist ja noch nicht publiziert. Aber kann ich sie noch ändern? Also wenn ich hier in diese Liste gucke, dann sehe ich anscheinend ja, ich kann sie noch bearbeiten. Aber es gibt keine Möglichkeit zum Beispiel einfach zu sagen, so jetzt abschicken. Ist jetzt vielleicht schon eine E-Mail verschickt worden, ja, bei Sina, irgendwie, das ist diejenige, die uns immer die Mails schreibt, wenn wir irgendwie drum beten, dass wir irgendwie einen anderen Slot haben wollen, nicht parallel zu XKCD. Hat die jetzt schon eine Mail bekommen mit meiner Einreichung? Das weiß ich ja nicht, weil vielleicht will ich ja doch noch mal was ändern später oder so. Und das hat mich total wuschig gemacht, dass ich das auch nicht wusste. Und hier auf dieser Liste zum Beispiel werden auch nicht bei der Republika 2015 kann man zum Beispiel sehen, da ist mein Einreichungsvorschlag, der ist nicht veröffentlicht. Ich kann ihn aber auch nicht mehr bearbeiten, wahrscheinlich weil es vom letzten Jahr ist. Aber ich habe den Talk gehalten
Also das habe ich auch nicht verstanden. Springt das dann irgendwann, wie ist das, wenn das geklappt hat, springt das dann irgendwann auf Ja? Hier kann man nämlich sehen, er wurde halt umgewandelt in den Lightning Talk und in eine andere Veranstaltung. Aber diese Veranstaltungen, bei denen ich als Speaker dazu gebucht wurde, die tauchen in der Liste auch nicht auf. Auch nicht in der Liste meine Events zum Beispiel. Da stehen einfach nur die beiden letzten Republikas. Ich glaube, das war es sogar schon. Heute Morgen im Chat habe ich mehrfach geschrieben, hat jetzt jemand noch eine Pointe? Aber ich glaube, Katrin hat noch ein paar Ergänzungen über die Republika-Webseite. Keine Pointe, aber eine Ergänzung. Wenn man, wie ich jetzt heute Nachmittag war, als zusätzlicher Speaker bei einem Panel dabei ist, das jemand anders eingereicht hat, dann schickt einem dieser andere jemand einen Link und sagt, so, hier ist unsere Beschreibung, guckt euch die doch mal an, seid ihr damit einverstanden? Und dann möchte man da vielleicht noch Kommas raus oder Wörter reinmachen oder sowas. Das geht aber nicht, da kriegt man nur eine Fehlermeldung. Und nachdem man dann viele Mails mit den anderen gewechselt hat, um rauszufinden, woran das liegt, dann meldet man wieder an Sina oder so. Und dann kriegt man zurück, ja, nee, das geht natürlich nicht. Also diese anderen Speaker, die damit eingetragen sind, die haben da gar nichts zu melden. Nur der, der das angemeldet hat, kann jemals an diesem Text wieder was ändern. Wir hören jetzt einfach auf und entschuldigen uns nochmal für das erstaunliche Technikversagen so insgesamt, aber wir machen daraus wieder so 5 bis 8 neue Techniktagebuchbeiträge, also es war alles für einen guten Zweck und danke für eure Aufmerksamkeit. Wollt ihr nochmal hochkommen und euch verbeugen oder so? Und nicht die Party vergessen, die zu Anfang angekündigt wurde. Das ist jetzt schon sehr lang her, vielleicht ist es euch in der Zwischenzeit aus dem Kurzzeitgedächtnis entfallen. Party. Ja, vielen Dank Katrin nochmal für die Übergabe. Vielen Dank euch, dem großartigen Team des Technikmuseums, Technik-Tagebuch war es.